Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, wir sind alle zurzeit beunruhigt und wir fragen uns, was auf uns zukommt. Ich versichere Ihnen, dass die Stadt Aschaffenburg alles tun wird, damit wir die Krise gut bewältigen. Ich bitte Sie, sich in der nächsten Zeit an die Empfehlungen der Bundes- und Landesbehörden zu halten. Trotz der heute verkündigten Ausgangsbeschränkung ist die Versorgung mit Lebensmitteln gewährleistet. Halten Sie bitte beim Einkaufen Abstand. Verzichten Sie, wo es geht, auf direkte Kontakte mit Ihren Mitmenschen und vermeiden Sie die Bildung von Gruppen. Die städtischen Busse fahren weiter. Ab kommenden Montag gilt der Samstagsfahrplan bis Ende der Osterferien. Steigen Sie bitte hinten ein, um die Fahrer zu schützen. Sie brauchen keinen Fahrschein in diesen Zeiten. Der Recyclinghof an der Fürther Straße ist geöffnet. Da die Schulen, Kinderkrippen und Kindergärten geschlossen sind, gilt auch für Aschaffenburg eine Notfallbetreuung für Eltern, die in systemrelevanten Berufen arbeiten. Diese Regelung gilt für alle Kitas und für die ersten 6 Klassen an den Schulen. Auskünfte dazu geben die jeweiligen Einrichtungen. Der ausdrückliche Dank der Stadt Aschaffenburg gilt allen, die dazu beitragen, das öffentliche Leben aufrechtzuerhalten. Dazu zählen unter anderem die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen, im öffentlichen Dienst, bei der Feuerwehr, in den Verwaltungen, bei den Rettungsdiensten und im Einzelhandel. Jetzt kommt es darauf an, dass die Stadt und ihre Bürgerinnen und Bürger zusammenhalten, Verantwortung übernehmen und vernünftig handeln. Bleiben Sie bitte besonnen. Alle Informationen zu aktuellen Entwicklungen, zu Hilfsangeboten und Kontaktadressen finden Sie auf der städtischen Internetseite unter www.aschaffenburg.de. Das Gesundheitsamt hat ein Bürgertelefon geschaltet. Von Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr und Samstag, Sonntag von 9 bis 15 Uhr ist das Bürgertelefon des Gesundheitsamtes besetzt unter der Telefonnummer 06021 394 100 erreichbar. Die Stichwahl zur Oberbürgermeisterwahl findet per Briefwahl am 29. März 2020 statt. Bitte nehmen Sie an der Briefwahl teil. Die Unterlagen werden jetzt von der Stadt verschickt. Passen Sie gut auf sich auf sich selbst und auf Ihre Lieben und bleiben Sie gesund. Ihr Oberbürgermeister Klaus Herzog.